Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf diesem Marsch. Wir schauen mal ganz kurz unseren hier Fahrer an, wie er das hinkriegt mit Stroh anfangen. Ob er richtig anfängt, ne? Schauen wir gleich. Und wenn sobald das funktioniert, dann können wir sicher sein, das klappt. Und dann werden wir uns gleich mal Richtung LKW schießen und dann gleich unser Teil vom Mischerfahrer verkaufen, dass wir noch einen Stall leisten können. Der ist fertig, das ist noch nicht so wichtig. LKW. Und dann wollte ich noch gucken, wegen unserer Pumpe für Wasser, für den Wasserhahn, wo wir am besten hinstellen können, wo es auch Wirkung zeigt. Aktuell kriegen die Tiere ja automatisch Wasser von unserer automatischen Versorgung von Seasons mit der einen Pumpe. Also Tiere verdursten nicht. Den LKW fahren wir jetzt zurück, den Anhänger mit und stellen wir ihn immer vor den Schweinestall. Wir haben ja noch, wir haben noch Schweine da, die noch klein sind. Die müssen doch weg. In Anführungszeichen, die müssen in einen anderen Stall. Der andere ist aber schon voll. Das sind 90 Tiere, also da wird was zusammenkommen nächstes Jahr an Schlachttieren. So, Kühe sind auch nicht so weit, die brauchen ein bisschen länger, da sind die Prächtigkeit etwas länger. Aber wenn das mal richtig losgeht mit 200 Kühen, dann haben wir auch ein paar Kälber. Schweine, wenn wir nicht alles täuscht, waren alles weibliche Tiere. Ich glaube, es gibt auch nur weibliche zu kaufen. Ist ja im Grunde nicht so tragisch. So, den blauen LKW mit Stroh. Den Stroh kippe ich mal gleich. Dings rein. Ein Mischfutter wird nichts brauchen, also nicht viel. Weil der braucht ja Silage, um zu verarbeiten. Das dauert noch ein bisschen. Für uns ist nur wichtig, dass das Strohlager nicht zu voll wird, dass wir hier keine... dass der andere nicht aufhört zu arbeiten, ne? Das ist ja noch. So, der tauchen wir jetzt rein in Dings hier, Pelletsfabrik. Und dann sehen wir mal zu, dass wir ein bisschen Mischfutter verkauft bekommen, dass wir noch Geld kriegen für Schweinestall, für 90 Tiere, für weitere 90 Tiere. Ja, so geht's Stück für Stück vorwärts, ne? Maisernte ist noch nicht so weit, das ist zwar jetzt fertig, aber da warten wir noch ab, bis es reif wird. Und dann werden wir es wechseln, ne? Schauen wir gleich, wie viel schon Lager ist. Hier was getan hat. Ja, knapp halb voll, das ist gut. 330% fast Pellets. Das ist super. Das ist genau die richtige Produktionsmenge, da hat man keinen Stress. Blocking, Dünger. Ach, der ist fertig. Das machen wir auch gleich. Weil der ist fertig. Motor starten, na logisch, machen wir das. So. Bisschen Gras ist immer noch gewachsen, ne? Was ich mal zerstört habe, oder beziehungsweise das ist noch nicht gewachsen.
Die Streifen sind nicht gedüngt worden und ach, das hört nicht. Hat er keine 30 Meter? Aber egal. Ist noch nicht so tragisch. Da hat er nur, was ich, 28 oder so. Den können wir eigentlich hier lassen, weil die 23 wird dann auch bald kommen mit Mähen. Mal vergleichen. Ein Erntereif 348.000 Liter. Und wie gesagt, das ist ja jetzt hier. Dann fahren wir das Heu, fahren wir das. Nachher machen wir erstmal eins fertig. Wir wollen ja die Tiere umstallen. Sonst. Mal, das dauert zwar eine Weile, bis die das nötige Gewicht haben, aber wenn die irgendwann das gleiche Gewicht haben, dann erkennst du ja nicht mehr, wie alt die Tiere sind. Also da muss man genau hingucken, ne? Nach dem Alter. Und das ist ein bisschen. Jo, eine schwierige. Die Gefahr läuft halt, dass du die Zuchttiere dann auch verkaufst, ne? Und das ist ja dann nicht so Absicht. Also und 6 Jahre sollen die Tiere noch überleben. Könnte sein, dass so ist. Weil einige Tiere sterben früher. Krankheitsbedingt, andere leben ein bisschen länger, aber oder werden entsprechend unfruchtbar. Ist Natur halt so, ne? Und ich glaube nicht, dass ich hier 6 Jahre schaffen werde, bis der neue LS kommt. Und das auch lange hin ist, aber jetzt haben wir mal Januar und dann ist es nicht mal lange hin, ne? Anführungszeichen, ne? Was ist dann groß? Ein Jahr ist auch nichts. Doch schnell vorbei. Ja, und dann haben wir dann ja ein neues Spiel, ne? Aber gut, das ist noch sehr lange hin. Oh, unser Stroh ist da. Das erste Mal. Hab ich so eingefahren? Bin ich von einer anderen Richtung gekommen? Mir war das so, wenn ich anders gefahren bin. Und zwar rechts raus. Das ist schon komisch. Naja, solange er seine Arbeit macht, ist mir recht. Ich hab doch voll getankt und bin dann hier die Runde rumgefahren. Ich hab Videobeweis. Ich weiß das. Kriegen wir raus. Wir können auch mal repariert werden. Schauen wir mal, wer am besten zahlt heute, ne? Wir haben nichts zu verschenken. So, Mischfutter. Futter, gerade wo der Preis fällt. Gibt 3 Dinge. Reifeisen. Alter, fahren wir zu Reifeisen, das ist am dichtesten bei. Wir haben auch gar nicht. Also Getreide wollte ich erst im Frühjahr verkaufen beziehungsweise behalten wegen Bier, aber ja, hier Fleisch, Hühnchen. Ne, Hühnchen haben wir ja keine, aber Rindfleisch zum Beispiel oder Schweinefleisch, Wurst. Müssen noch einiges anschaffen, ne? Erstmal am nächsten Stall. So teuer war der gar nicht.
bin da hier vorbeigefahren und dann in die Straße. Das ist mir jetzt mit den strohmierten Schleier Rätsel. Oder hat er den anderen Kurs genommen, den ich. Da hätte er von hier kommen müssen, ne? Naja, gut. Nichts zu ändern. Hauptsache es funktioniert, also alles egal. Reifeisen. Reifeisen war's gewesen. So. Schauen wir jetzt verdienen. Pro Ladung. Dann können wir uns einen Stall leisten. Dann können wir gleich die nächsten Schweine umstellen. Hunderttausend. Das ist okay. Dürfte der Stall gesichert sein. Da wollte ich mal einen weißen Anhänger holen, wir gucken ihn Wasser. Ob da das mit den Dings klappen würde. Mit dem blauen Wasserhahn. Der Tock immer voll ist. Oh, müssen wir die Insel an sich machen, das ist ein bisschen ungünstig zu sehen. So. Den werden wir auf jeden Fall da anstellen, wo wir das Stroh wieder umladen können. Später. Weil das brauchen wir nachher. Platzieren wir mal einen Stall. Normalerweise dauert ein Stallbau ein bisschen länger als ein paar Sekunden. So. Dazu. Verkehrt mit Modus. Silos. Tierhaltung. Das ist ein Hühnerstall, Kuhstall. Den gibt es in zwei Sorten, einmal mit 60 und 90 Tiere, eine Nummer von 90. So, wenn wir irgendwie rüberziehen. Das ist alles das Problem, wenn man aufpassen mit dem Haus, wenn ich nicht außerhalb komme. Geht irgendwie ganz fix von Bildschirm zu Bildschirm. Wie man abstellen kann, weiß ich jetzt nicht. Beim anderen Spiel geht das nicht raus. Und hier geht's raus. Ist halt so. So. Muss ich nach oben gehen. Den wollte ich hier so parallel daneben bauen. Bisschen so gucken. So muss das passen. Jo, passt genau. Fast. Eben. Jetzt werden wir hier schon mal Schweine hinfahren. 80.000, das geht. Ja, werden wir machen. Dann heißt das alle, ja, 90 Tiere pro Stall, so 180 können wir dann rein theoretisch reinbringen als Ferkel. Ich glaube 6 oder 9 Tiere haben die gekriegt pro Sau. Gut, alle waren nicht trächtig, ne?
Ach, Schwein hier. Dann mal die Pumpe wieder einrichten, anbauen. Sobald wir da sind. Stroh voll, also schön. Eher so die Schweine, die kleinen Tiere, nicht die großen, die dicken. Die Altsau nicht. Ab hier ist das hier, 12 Kilogramm. Das sind schon ältere Tiere. Anführungszeichen. Da muss ich ein bisschen gucken, dass wir da nicht auf Tiere treffen, die da schon zu alt sind, also beziehungsweise die älteren Tiere sind. So, das Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen. Dann sage ich mal Tschüss und ciao, ciao. Vielleicht sieht man sich dann morgen wieder. Tschüss.